der Platz hat im, nicht in diesem Sommer, sondern im letzten Sommer hat er genau das gekriegt, was er nicht kriegen sollte. Und seitdem haben wir immer wieder Probleme. Jetzt mal Mittwoch und dann hoffentlich Samstag. Und das mit dem Singen ist eine super Sache. Es wird ja auch unterstützt von der LEAG. Das ist jetzt abgesagt aus Vernunft und aus meiner Sicht die richtige Entscheidung. Kann sich jeder auf den Platz begeben. Dann kann er dicke Stiefel mitbringen, damit er nicht absäuft. Ja, Pele, wir haben gerade mit dem Präsidenten gesprochen, der diese Entscheidung auch uns kundgetan hat. Es wird am Samstag nicht gespielt, aus Platzgründen. Der Platz ist zu nass für ein Spiel und da wäre sehr viel zerstört worden, wenn man gespielt hätte. Wie siehst du denn aus sportlicher Sicht? Ich kann mir vorstellen, du willst eigentlich immer durchweg spielen, aber du musst dich dieser Entscheidung natürlich auch beugen. Ja, erstmal beuge ich mich jeder Entscheidung des Präsidiums, des Vereins. Ja, es sind ja dann auch noch die Folgeschäden, ne? Der Platz hat im, nicht in diesem Sommer, sondern im letzten Sommer hat er genau das gekriegt, was er nicht kriegen sollte. Und seitdem haben wir immer wieder Probleme. Also, und das Präsidium hat verantwortungsvoll für die Zukunft gehandelt. Würden wir da drauf spielen, dann kannst du den Platz erneuern. 200.000 Euro. Ich weiß nicht, woher das kommen soll für einen Regionalligisten. Das ist mehr als ärgerlich. Zumal die Mannschaft natürlich auch brennt. Letzte Woche das Spiel ausgefallen, obwohl ich da sage, das ist mehr als vernünftig gewesen. Und hier ist es jetzt auch grundsätzlich für die weiteren Spiele absolut nachvollziehbar und die richtige Entscheidung. Wie überbrückt ihr jetzt die plötzlich entstandene Freizeit? Ja, wir bereiten uns jetzt auf nächste Woche Mittwoch vor. Ist das Nachholspiel angesetzt in Luckenwalde. Diesbezüglich heute wird der Ablauf so sein, wie er vor jedem Heimspiel oder Meisterschaftsspiel ist. Und ab morgen würden wir uns dann mit einem anderen Thema beschäftigen, natürlich auch mit einem anderen Umgang, also sprich andere Inhalte. Das war jetzt auf Hertha, jetzt kommt es wieder auf Luckenwalde, aber das ist in den Wintermonaten so. Also ich sage dann ja immer, sehr schlau mit solchen Sachen umgehen. Also bisher haben wir gerade immer bei ausgefallenen Spielen, ich kann mich noch damals erinnern, in Lok Leipzig, wo wir dann mittwochs dahin gefahren sind, 3-1 gewonnen haben, sehr gut gespielt, sehr intensiv trainiert. Und, also wenn man da schlau mit umgeht und positiv das begleitet, dann kann man auch Nutzen daraus nehmen. Also wären es dann doch noch zwei Spiele, eins dann halt in Luckenwalde und das letzte, ein bisschen wackelig ist das auch zurzeit. Mal gucken, was der Petrus dazu sagt, ob es noch weiter regnen lässt, dann wäre auch das letzte Spiel zum Ausfallen verdammt. Alle freuen sich schon auf das letzte Spiel, aufgrund auch des Weihnachtssingens, was man so ein bisschen auch dem FC Union ja gleich tut, erstmalig hier in Cottbus. Steht sowas dann auch in Gefahr oder kann man die Fans wenigstens beruhigen, kommt wenigstens am dritten Advent um... Nee, es war ja der Sonnabend dann gewesen, wenn ich mich erinnere, ja, zum Adventssingen 16 Uhr. Einen Tag vor dem dritten Advent. Einen Tag davor, genau. Ja, also wichtig ist jetzt erstmal für uns, dass wir uns auf Mittwoch vorbereiten. Und dann haben wir natürlich den Wunsch vor dem eigenen Publikum. Einen Tag vor dem dritten Advent, kurz vor Weihnachten, war immer eine fantastische Atmosphäre im Stadion in Cottbus, weil dann auch viele Leute zurückkommen schon in der Heimat und verbringen die Weihnachtszeit. Hier wollen wir natürlich alles dran setzen, zu spielen. Aber nochmal, für uns ist jetzt erstmal Mittwoch und dann hoffentlich Samstag. Und das mit dem Singen ist eine super Sache. Es wird ja auch unterstützt von der LEAG. Ich habe ja damals schon gesagt, wo ich erfahren habe, dass die LEAG ja Hauptsponsor wird und Trikotsponsor. Das war für mich ein Zeichen und das war für mich noch eine größere Motivation, noch verantwortungsvoller mit dieser Sache hier umzugehen. Da freue ich mich schon drauf. Ich bin mir sicher, wenn wir spielen können, da wird alles dran getan, nächste Woche zu spielen. Die Chancen steigen, wenn am Samstag mit dem ausgefallenen Spiel der Platz nicht komplett ramponiert ist. Ich hoffe, dass sich dann der Platz weiter regeneriert. Ansonsten gerne auch singen ohne Fußballspiel, aber mit einem Sieg, Heimsieg und dann gemeinsam singen würde noch mehr Spaß machen. Das wird so sein, ja. Erst einmal ein schönes, entspannteres Wochenende, als wir es vielleicht vor einer Stunde noch vor uns hatten. Jetzt aber wird weiter trainiert und dann auf geht's zum nächsten Mittwoch. Wir schauen dann nochmal extra nochmal drauf, dass wir uns nochmal einen Tag vorher treffen. Wie sieht's aus, personell und so weiter. Jetzt aber erstmal ist ein bisschen Ruhe befohlen zum zweiten Advent.
Ja, Ruhe, ich weiß nicht, also solange wie die Meisterschaft noch läuft, ist das immer sehr schwierig. Also wenn man immer in Gedanken ist, jetzt wieder die Gedanken für das Auswärtsspiel, dennoch hat man natürlich nicht diesen ganz großen Druck. Auf der anderen Seite, wir haben Heimspiel gehabt gegen Hertha, waren immer tolle Spiele, fußballisch auf einem sehr hohen Niveau, und wir wollen natürlich auch nicht den Anschluss nach oben verlieren, unabhängig davon, wenn ein Spiel ausfällt, kann man den auch nicht verlieren. Wenn du das Nachholspiel gewinnst, bleibst du ja dran, aber trotzdem, diese Spieler haben ja auch, die werden ja auch noch nachgeholt. Also deswegen, so richtig entspannt ist das nicht. Fakt ist, es ist jetzt abgesagt aus Vernunft und aus meiner Sicht die richtige Entscheidung. Kann sich jeder auf den Platz begeben, dann kann er dicke Stiefel mitbringen, damit er nicht absäuft.